Wir haben Sie diese Woche für Ihre großartige Leistung in der Sat.1 Quizshow nominiert. Hier haben wir noch mal einen Ausschnitt für Sie von der fröhlichen Katja. 3 Miezen, sehr gut. Sehr schön, ne? Das freut Sie. Gut, kann's weitergehen. Ja. Und das ist richtig. In Südamerika. Oder weiterspielen? Oh ja, was ist denn die nächste Karte? Politik. Oh. Ja, meine Damen und Herren, deswegen nominiert für den Rat der Woche ist Katja aus der Quizshow. Für ihren sehr, sehr, sehr sympathischen Auftritt. Und sie hat auch noch was gewonnen. Heute ist sie bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Katja. Aufpassen. Ah, du bist ein fröhlicher Mensch, oder? Kann man so sagen. Ich lache heute für dich mit, Stefan. Ja, du okay? Lachst halt für mich mit, gut. Aber versuch mich zu verschonen. Bist du immer so? Ich glaube, wir dürfen du sagen. Ja, ja, bitte, okay. Bitte. Du hast was gewonnen da? Wie viel insgesamt? Oh, 57.370 Mark. Wow. Ja. Ja. Bist du einfach so ein fröhlicher Mensch oder machst du, wie ist das, wenn du traurig bist? Ja, das ist selten eigentlich. Selten? Ja. Natürlich. Hast du schon überlegt, was du mit dem Geld machen willst? Auf alle Fälle mal einen kräftigen Urlaub. Ja. Dann bin ich ja das erste Mal in der Position, dass ich zur Bank gehen kann und sage, hier legt mein Geld an und ich will keins. Also, ja. Dass ich kein... Ja, und? Natürlich. Und ja, für meine Katzen werde ich noch 4 Katzenschlafsäcke kaufen. Bitte? Ja. Wie? So was gibt's ja. Wie? Wieso hast du 4 Katzen? Und wieso brauchen die Schlafsäcke? Ach, die finden das kuschelig, wenn sie sich irgendwo reinlegen können und so reinkuscheln können. Das gefällt denen. Aha. Ja. Hast du nicht erzählt, dass du Gardinen davon kaufen wolltest? Ja, aber die sind ja eben nicht für die Katzen. Ja, aber Gardinen kaufst du ja auch davon. Ja. Wieso Gardinen? Na, damit die Leute nicht immer zu mir in die Wohnung reingucken können. So darf die Dauer ein bisschen lästig. Ja. Du hast aber... Niedlich, oder? Das ist echt ansteckend. Du hast echt so ein ansteckendes Lachen, da muss man immer mitmachen direkt. Ja. Das Sympathische an deinem Lachen ist, also es steckt an und es nervt nicht. Also noch. Noch zumindest. Nee, aber wir hatten mal einen hier, bei dem das hat total genervt. Ja. Na, da bin ich ja froh, dass es dich nicht nervt. Nein. Du kannst ja aber nicht. Du kannst ja aber auch nicht nur. Sagen wir mal lachen, sondern du hast dich auch erschrocken, nicht wahr? Hier. Oh. Das war die Frage zum Thema Politik. Oh ja. Ja. Da bist du ausgestiegen, oder? Nee, da habe ich getauscht. Wie getauscht? Da habe ich dann mein Lieblingsgebiet Rock und Pop genommen. Ich bin dann erst bei Geschichte ausgestiegen. Ach so, Mann. Also man kann da, ich kenne die Regeln da noch gar nicht so richtig, weil er seit eins geschoben. Man kann da Gebiete tauschen? Einmal darf man das, ja. Ja. Das ist der einzige Joker, den man quasi hat. Mhm. Aha, gut, dann weiß ich das auch. Und weil du... Ja, aber du kannst auch auf Kommando ernst sein, wenn du willst. Eine Sekunde lang ungefähr. Okay, dann probier mal ernst. Kennst du das lustige Spiel? Einfach nur ernst, du darfst nicht lachen. Was wir jetzt machen können, weil du ja auch nicht nur lachen und wie eben schon gezeigt, auch hier machen kannst, wollen wir dir jetzt mal, um dich mal ein bisschen runterzubringen, die Schocker der Woche zeigen. Lange nicht mehr bei uns im Programm, meine Damen und Herren, nichts für schwache Nerven. Ja? Wir blenden dich dabei ein. Ja? Oh, du musst sie dir angucken. Ja? Guck sie dir genau an.
Wir blenden dich dabei ein und mal gucken, ob dir da nicht das Lachen vergeht. Achtung jetzt, meine Damen und Herren, Schocker Nummer 1. So, da hinten fehlen also schon eine Menge Zähne. Ich habe noch nichts gesehen, ja. Ja, hier hinten sieht man nur den Kiefertamm, das Rosane. Das ist also gesund sozusagen, nur ohne Zähne. Hier vorne haben wir eine kleine Ruine, wenn ich das mal so unmedizinisch formulieren darf. Oh. Ja, das ist nicht lustig. Der ne? wirkt. Ja. So, aber... aber sowas muss auch sein. Wir können hier nicht immer den Glitter und den Glamour der Showwelt zeigen. Wir müssen auch mal die Leute mal wieder ein bisschen auf den Boden der Realität zurückbringen. Deswegen Schocker Nummer 2. In einer 6- bis 8-stündigen OP entnimmt der Chirurg einen mit Nerven und Adern versorgten Gewebelappen samt Knochenstück. Das Ganze wird zu einem künstlichen Penis geformt und entsprechend vernäht. Anschließend wird das Kunstgenital dann über der Klitoris transplantiert. Moment! Komm, deine Mann kommt noch härter. Schon wieder lustig, ne? Bei dir geht noch schnell. Was kannst du noch? Gerade noch. Schocker Nummer 4, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das an. Ja, Katja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Danke. Katja Böhm.